Das ist hier eine ganz legale, zugelassene Maßnahme. Das Ausspritzen von leeren Getreidelegern mit K.O.Biol. Früher war es ja Axtellic, das ist nicht mehr zugelassen. Und ich komme hier halt mit dem Gartenschlauch beim Leerlauf der Spritze problemlos bis an die Decke. Man muss da jetzt nicht unbedingt zu zweit in der Scheune sein in der Zeit, nicht, dass man den anderen dann nass rieselt. Das ist also eine Arbeit für einen und das geht dann auch sehr schön einfach. Dann setze ich halt die Spritzbrühe an und dann läuft man hier ein bisschen rum und dann wird das alles ein bisschen nass gespritzt und gut ist. Und damit sind die Holzwürmer Geschichte. Das ist also eine ganz zugelassene Maßnahme hier in der Scheune und ist auch wichtig, weil die Vorratsschädlinge ja weltweit gesehen 30 bis 50%, ich kann das nicht ganz glauben, das sind so Zahlen von der UNO, FAO, des Getreides vernichten. Also in China beispielsweise haben wir jetzt ja die Situation, dass die chinesischen Getreidevorräte, die staatlichen, so schlecht sind, die kann man als Futter nicht wirklich verwenden. Deswegen die hohen Getreidepreise. Die Chinesen kaufen Mais und Weizen weltweit ein, weil ihre hohen Getreidevorräte zwar auf dem Papier vielleicht da sind, aber vielleicht gar nicht so in Wirklichkeit, wenn man den Teil nimmt, der geeignet ist, um ihn zu essen oder zu verfüttern. Da ist also die Lagerhaltung offenbar nicht so gut. Also für die ganze Scheune hier verwende ich ungefähr 450 Liter Wasser und etwas mehr, also 1,2 Liter von dem Mittel. Also ist jetzt, was ich hier durch den Wasserschlauch ausbringe, ist jetzt nicht überwiegend das Mittel, sondern überwiegend das Wasser. Das Wasser als Trägermedium, damit das hier alles so schön glänzend feucht ist und gegen die Insekten wirkt, die jetzt da sind. Bevor das Getreide eingelagert wird, ist das natürlich alles längst verdunstet. Das ist also nachher nicht im Getreide wiederzufinden, der Wirkstoff. Sonst wäre es ja auch gar nicht zugelassen. Aber die Vorratsschutzmaßnahmen sind halt wichtig. Das ist ein Beitrag zur Sicherung der Ernährung der Weltbevölkerung. Auch wenn das manchen vielleicht ideologisch querkommt, dass man im Getreidelager ein Insektizid einsetzt. Aber ich habe es ja erläutert am Beispiel China. Schlechte Vorratshaltung bringt am Ende sogar die Ernährung der gesamten Weltbevölkerung in Gefahr. An der Stufe stehen wir jetzt ja, dass wir trotz einer gigantischen Getreideernte, die jetzt ansteht nach den Prognosen, mit dem Verbrauch noch darüber liegen. Also die Schere geht zu und das Vermeiden von Vorratsverlusten, was ja, wie ich sagte, die FAO, also Food and Agriculture Organization der UNO, so mit 30% weltweit etwa beziffert, genau weiß ich es nicht, aber ein ziemlich hoher Satz, ist natürlich ein Problem. Und dem kann man mit solch einfachen Maßnahmen wie hier entgegenwirken. Ja, und hier hinten, wo nur Maschinen stehen, dem Bereich, das ist der Bereich, wo früher die Binder eingelagert wurden. Heute stehen da halt Maschinen, weil das hier so ein bisschen abgesetzt ist. Hier wurde früher also auch die Garben drauf eingebanzt. Da habe ich immer nicht ausgespritzt, mit dem Ergebnis, dass ich dann hier massiven Befall mit Holzwürmern hatte. Und da ist mir dann so ein bisschen bange geworden. Wir sehen aber, die sind jetzt alle hier nicht mehr mit Mehl versehen. Das heißt, hier ist kein Holzwurm mehr aktiv, da ist kein Mehl. Das war ja alles mehlig vor ein paar Jahren, obendrauf auf den Löchern.
dann habe ich mir überlegt, wieso diese Balken, wieso die Balken in der Scheune, vorne, wo das Getreide lagert, nicht. Naja, ist ganz klar, weil ich da jedes Jahr ausgespritzt habe, wo Getreide lag. Dadurch, dass ich die Scheune hier jährlich einmal ausspritze gegen Getreideschädlinge mit dem K.O.Biol, habe ich dann auch keine Holzwürmer mehr. Und das ist ja hier so mit dem Schlauch und der Spritze eine ganz einfache Sache. Ich komme also locker bis an die Decke und darf da jetzt nur nicht groß Druck geben mit dem Trecker, richtig Drehzahl, das geht nicht. Das hält ja der Schlauch nicht aus. Ja, und dann gehe ich hier so durch und spritze das einfach aus passender Entfernung ab. Komme ich auch gar nicht in Kontakt mit dem ganzen Kram und darf dann nur nicht gerade da rumlaufen, wo es wieder runterregnet, das ist klar. Es soll ja auch wirken, also muss es auch überall hin. Also wirken gegen Getreideschädlinge. Das ist jetzt nicht zugelassen für Holzwürmer. Das ist dann mehr so ein Nebeneffekt. Ja, und am Ende der Maßnahme ist dann diese Scheune, die in diesem Jahr 100 Jahre alt wird, frei von Getreideschädlingen. Natürlich im Zusammenhang mit der Ausreinigung vorher, das haben wir uns auch mal angesehen. Und auch frei von Holzwürmern als Nebeneffekte des K.O.Biol oder der entsprechenden Nachbauprodukte mit der gleichen Wirkstoffzusammensetzung. Ja gut, das ist jetzt ein einfacher Anschluss hier an der Spritze mit dem Gartenschlauch. Dann ist das ein ganz normaler, handelsüblicher Gartenschlauch. Und wichtig ist halt, die Drehzahl jetzt nicht so hoch. Also die kleinste Stufe an der Spritze, was geht. Die Normalzapelle, nicht die Sparzapelle und dann im Standgas. Weil sonst ist natürlich der Schlauch vom Druck her so ein bisschen überfordert. So, wenn also das Ausspritzen des Getreidelagers sich ja nicht jedem gefällt, aus ideologischen Gründen, dann ist es trotzdem aus meiner Sicht notwendig, angesichts der angespannten Versorgungslage der Weltbevölkerung und der Probleme der Lagerung, wir haben es eben besprochen, was auch zur Landwirtschaft gehört, ist das Belassen von Naturflächen, wie hier die Rache. Wir sehen, was hier an Insekten los ist. Das ist auch Teil der Landwirtschaft, und zwar der konventionellen Landwirtschaft, die ökoideologische Landwirtschaft. Hat diese Verpflichtung nicht, dass hier also 5% der Fläche für Wildpflanzen zur Verfügung gestellt werden. Sogenannte ökologische Vorrangfläche. Wir sehen, das sind hier Wildbienen und Hummeln. Jedes Mal, wenn ich über Wildbienen und Hummeln spreche und die in Videos zeige, gibt es also böse Kommentare, so dass ich leicht umnachtet wäre, wie ich denn also solche Tiere zeigen kann. Es gibt ja das Insektensterben, die müssen ja alle tot sein, so in dem Sinn. Also die Tatsache, dass sie es nicht sind, dass sie nicht tot sind, irritiert also viele Menschen. Und die kommen dann damit gar nicht zurecht. Führt dann zu Beschimpfungen mir gegenüber. Das soll mir egal sein. Ich zeige hier mal diese Hummel und Wildbienen. Denn die leben und sind auch, genau wie eben zum Beispiel das Ausreinigen des Getreidelagers und Ausspritzen mit einem Insektizid, Teil der konventionellen Landwirtschaft, die hier auf dieser ökologischen Vorrangfläche, die ich hier angelegt habe, also was heißt angelegt, im Grunde wächst da, was die Natur wachsen lässt. Also dies ist jetzt Klatschmohn. Auch dazu gehört zur konventionellen Landwirtschaft, zu ökoideologischen sagte ich nicht, gehört das nicht dazu, weil die diese Verpflichtung für die ökologische Vorrangfläche nicht haben. Die müssen das nicht tun,
Die tun das auch nicht. Flächen dafür außerhalb der Produktion von Verkaufsprodukten zur Verfügung stellen. Und das können sie auch nicht, weil ja sowieso fast nichts rauskommt. Also viel weniger an Menge, wovon wir denn leben könnten. Also auch jetzt wird es vielleicht wieder Beschimpfungen geben für dieses kleine Video hier zum Thema ökologische Vorrangfläche. Aber ich habe diese Hummeln hier nicht hergerufen. Die sind einfach mal so da. Der Ampfer hier, Sauerampfer, ist ja durchsetzungsstark und bietet auch wieder ein ganz eigenes Mikroklima. Sie sehen das da drunter. Das ist eine ganz andere Welt. Der ist stark beschattet. Schon wieder andere Pflanzen und Tiere von ihren Lebensraum gestalten. Es gibt dann hier auch Kamille. Die sitzt hier voll mit Läusen, sind auch Insekten. Oder auch Kornrade hier, also Pflanzen, die sonst nur im Feldrandbereich vorkommen. Und so die verschiedensten Pflanzen halt der freien Natur, die sich hier ansiedeln, einschließlich Disteln, die jetzt, wenn sie blühen, natürlich auch für Insekten sehr interessant sind, also in Kürze. Jetzt sind es noch so ganz kleine Insekten. Bald kommen die großen, die Hummeln und Bienen und Schmetterlinge. Das sind verschiedene Distelarten, weil ja die verschiedenen Insekten, wie hier diese Schwebfliege, auch verschiedenes anfliegen. Also die Vielfalt der Natur, wie sie denn so leben möchte. Und das ist hier eine Fläche, ökologische Vorrangfläche, die ich zur Verfügung stelle. Und zwar sind das 5% meiner Ackerfläche, die ich nicht bewirtschafte. Sieht nicht überall so aus, aber es ist überall so, dass die Pflanzen wachsen, die da wachsen. Und es wird einmal im Jahr abgehäckselt, das ist Vorschrift.